Jo, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Blankwit Movies. Ich melde mich nach langer Zeit wieder zurück. Muss in den letzten Tagen viel arbeiten, deswegen hatte ich nicht so viel Zeit für Videos. Heute mal wieder ein Tutorial und zwar ist heute mal die Desktop-Icons im Adobe Style Reloaded Folge. Und zwar, wie ihr hier schon an der Leiste erkennen könnt, habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen, so eine Desktop-Leiste mir zu installieren und habe die natürlich treu im Adobe-Style gehalten, wie ich es vorher mit den normalen Icons hatte. Wie wir uns hier das erstellen und mehr Infos dazu kommen gleich. Ich möchte am Anfang nur noch mal kurz ein paar Sachen loswerden. Zum einen möchte ich mich bedanken und zwar bei BlackLife 93 für sein tolles Werbevideo, was er auf seinem Kanal gemacht hat. Er hat nämlich seinen Kanal neu startet, resettet, sagen wir mal so, und hat Fragen-Video gestellt, was er denn für Videos machen soll, und hat natürlich da auch ein bisschen Werbung für mich gemacht. Und deswegen danke ich ihm dafür ganz toll. Sowie auch Amigo Gaming, die mich in ihr Partnerprogramm aufgenommen haben. Ja, auch sehr, sehr danke dafür, Amigo Gaming. Ja, einige haben es vielleicht gemerkt, das Design von meinem Kanal hat sich etwas verändert. Also hier rechts die Leiste, sowie dieser mittlere Bereich hier, den ich runtersetzen musste, wegen diesem mag ich nicht Mist. Und hier unten das Partnerfenster ist auch neu dazu gekommen. Ja. Das sind so die Neuerungen. Dann noch etwas Wichtiges, und zwar zu meinem Video Modern Warfare 2 Tipps, wo ich die Tipps dazu gegeben habe, wie man sich die Ping-Leiste vergrößern kann. Da habe ich einen Kommentar bekommen, dass wohl einige Leute deswegen gebannt wurden, weil es als Cheat anerkannt wurde oder sonstiges. Das habe ich jetzt natürlich noch nicht prüfen können. Das werde ich machen. Ich werde eine E-Mail an Infinity Ward bzw. Steam schicken, wo ich das überprüfe. Bis das nicht geklärt ist, bitte ich euch, das, falls ihr das gemacht habt, wieder rauszunehmen. Entsprechenden Vermerk habe ich auch am Video schon eingefügt. Ja, und dann noch etwas. Und zwar am Ende dieses Videos folgen nochmal die Bilder vom eSports-Logo als Auflösung. So, kommen wir aber nun zum Eigentlichen dieses Tutorials, und zwar zu dieser Leiste. Ich habe mich, wie gesagt, doch dazu entschlossen, mal so eine Desktop-Leiste zu machen. Ich wollte das ja eigentlich nicht, da das auch wieder Performance zieht, aber ich denke mal, mit einem Quad-Core kann man sich das denn doch leisten. Ja, Adobe-Style, wie man hier sehen kann, so wie die schönen Icons von Photoshop und allen anderen Adobe-Programmen, natürlich in 3D gehalten und auch schön animiert. Hier seht ihr links, habe ich mir ein Feld gemacht, wo halt programmspezifische Sachen von Windows sind, wie zum Beispiel Internet, E-Mail und Papierkorb. Dann habe ich wie vorher schon meine Leiste mit Games, Programmen, Musik, mein Blankwit und Desktop-Schrotte, was alles unsortiert ist. Rechts natürlich noch ein paar Programme, die ich öfter brauche, wie Steam, Xfire und TeamSpeak. Ja, diese Leiste, wo es die gibt und wo man die halt runterladen kann, das zeige ich euch gleich, beziehungsweise den Link dazu findet ihr dann in der Beschreibung. Ja, hier könnt ihr sehen, wie diese Leiste heißt, und zwar Object Doc. Die ist kostenlos und ja, gibt es halt zum Download, wenn man Premium haben möchte. Muss man $20, glaube ich, bezahlen. Ist nicht viel, aber wer diese Premium-Features haben will, ich brauche sie nicht, der kann sich das natürlich kaufen. Ja, okay, kommen wir mal zum Punkt, wie man sich diese Icons erstellt. Es werden hier Icons mitgeliefert. Ich habe mir natürlich meine eigenen erstellt, da ich mich immer nicht auf andere Sachen verlassen möchte, sondern meinen eigenen Style haben möchte. Und dazu kommen wir hier. In diesem Feld Anzeige, dort seht ihr, die Icongröße ist auf 55 Pixel. Das sind die Icons, so wie sie jetzt hier oben klein sind. Und Animationsgröße 158 Pixel. Das ist, wenn man halt mit der Maus drüber geht, wenn es groß wird.
Ja, wenn ihr dann hier eure Einstellung übernommen habt, wie ihr es haben wollt, merkt ihr euch einfach die Zahl der Animationsgröße, 148 Pixel bei mir, und erstellt euch in Photoshop ein neues Dokument mit der Breite und Höhe von 158 Pixeln und könnt dann direkt loslegen und euch diese Icons anlegen. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mir hier einfach ein abgerundetes Rechteck genommen, habe mir das so gezogen, wie ich es haben möchte. So gerastert, dann dem Ganzen einfach mal jetzt eine Farbe gegeben. Mit gedrückter STRG-Taste auf das Fensterchen hier geklickt, um die Auswahl zu haben. Eine neue Ebene erstellt und eine Kontur von 3 Pixeln in Schwarz. So, Auswahl kann wieder aufgehoben werden. Und dann habe ich mir diese dupliziert, damit ich die Ausgangsform noch habe. Die kann ich dann wieder ausblenden und kann dann mit den Duplikaten, indem ich beide markiere, mit gedrückter STRG-Taste einfach auf die beiden Ebenen klicken und dann bearbeiten, transformieren, perspektivisch hier oben rechts an der Ecke ein wenig ziehen. Dann ist das Ganze im 3D-Look, also ist ein bisschen ja in der Perspektive geändert. Dann habe ich mir nochmal ein Duplikat von der blauen Ebene hier unten gemacht. So, und auch diese ein wenig nach rechts verschoben und der einfach dann eine Farbüberlagerung gegeben in der Farbe Schwarz. Na, hier. So, damit das halt wie 3D aussieht. So, dann habe ich noch Folgendes gemacht, und zwar habe ich mir nochmal eine neue Ebene gemacht, dann einfach mein Pinselwerkzeug genommen und mit der grauen Farbe, einem hellen Grau, hier einfach so einen kleinen Pinselstrich gemacht, dann wieder die Auswahl hier gezogen von der Ebene und meinen Pinselstrich, indem ich die Auswahl umkehre, über Auswahl, Auswahl umkehren und mit dem Radierwerkzeug dann wieder wegradiert, sodass nur der Pinsel auf der Ebene hier angezeigt wird, und dort habe ich die Deckkraft dann noch auf 40% circa runtergesetzt. Damit hat das so ein bisschen so einen Glanzeffekt. So, nun fehlt nur noch der Text. Den habe ich in der Schrift Verdana gemacht und dann halt im Adobe Style immer zwei Buchstaben. Jetzt beispielsweise machen wir mal Programme bzw. Tools, mache ich jetzt mal ein T und ein O. Das Ganze in der Farbe Weiß. So, die Ebene dupliziere ich mir wieder, damit ich diese Ausgangsebene habe. Die kann ich jetzt erstmal ausblenden. Und die obere Ebene kann ich rastern und dann auch transformieren, perspektivisch hier oben an der Ecke ein wenig ziehen, damit das die Form bzw. die gleiche Perspektive hat. Und wenn wir dieses Icon dann fertig haben, können wir dieses speichern unter. Hoppala, das mal ein bisschen kleiner. So. Und dann sagen wir hier statt PSD gehen wir auf ICO, Windows Icon, speichern, PNG für Vista. Und okay, dann wird dieses Icon abgespeichert. Wichtig, die Hintergrundebene muss deaktiviert sein, damit es transparent ist.